Hallo, heute mal wieder aus der Küche und nicht aus dem Wald. Der Pilzmann kocht, oh je, auch das noch. Und was zeige ich euch jetzt? Also ihr könnt sehen, das Ganze sieht relativ überschaubar aus. Und wir haben hier ein paar Semmelstoppelpilze, ein paar Totentrompeten, die wir verwenden werden und noch eine Marone, also was die Wälder so im November hergeben. Wir brauchen ein Brot, kann man so ziemlich jedes nehmen, das ist so ein rustikales Baguette, eine Zwiebel, gehacktes. Wir brauchen unser Pilzpulver, man beachte auch Pilzpulver, die Mischung, nicht extra Video gemacht, verwenden wir heute wieder. Da sind Steinpilze im Wesentlichen drin, aber auch ein paar Lungenseitlinge, also so richtig schöne, helle Pilze, nicht so dunkel im Ton. Und Pfeffer, Salz, Kümmel, wer mag, bisschen Butter. Und dann machen wir hier im Prinzip also eine Art Pilzgehacktes und als Schnittchen aus dem Ofen. Der Renner schnell und gut nach einer Pilztour. Und ganz nebenbei braucht der Pilzmann natürlich auch nach einer Pilztour einfach mal ein bisschen Erholung. Prost auf die alten Meister, nicht, Herr Dörfeld? Und jetzt geht's los. Und jetzt könnt ihr sehen, ich habe hier die Zwiebel geschnitten. Diesmal so schön klein und fein. Und die Pilze auch sehr klein und fein für meine Verhältnisse. Denn die sollen jetzt wirklich ein bisschen das Wasser rauslassen, richtig knackig werden. Und wenn die zu groß sind, hält es später nicht in unserem tollen Fleischbulettenbrötchen. Dazu braucht man einfach ein bisschen Gehacktes. In dem Fall habe ich Gemischtes genommen. Und zwei Eier, sonst hält es natürlich am Ende nicht. Und ihr könnt schon würzen nach Salz, Pfeffer, Kümmel, was auch immer ihr mögt, Koriander nach Belieben. Und ich mache das in der Regel ganz einfach, wie hier, ein bisschen Kümmel dran, Salz, Pfeffer schon drin. Und jetzt kommt die geheime Geheimzutat. Und hier sind jetzt so 200 Gramm Pilze drin. Also nicht zu viel Pilze nehmen, höchstens so ein Drittel am Ende. Das sumpft ja noch zusammen. Und ein Esslöffel vom Lungenseitling Steinpilz, Pilzpulver. Denn das bringt so eine richtig schöne, noch herzige Note da dran, wird so nussig und zusammen mit den Totentrompeten was Besonderes. Pilzpulver ist eine Geheimwaffe in der Küche und deswegen für jeden empfohlen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also schön gepfeffert, ein bisschen gesalzen, ein bisschen Kümmel, wer es mag. Ich habe noch natürlich so einen Esslöffel Butter hier dran, nicht zu viel. Und jetzt geht es wirklich darum, dass es so richtig schön anbrät, die Zwiebeln glasig werden, die Pilze mehr bis minder schon so ein bisschen braun sind und dann haben die eben so ein bisschen Geschmack und Röstaroma. Das Pilzpulver wird sich jetzt in dem austretenden Wasser genauso mit auflösen, anrösten und dann ist das schon fertig. Also da muss man gar nichts weitermachen. Und dann kann sich das im Ofen, wenn die gehackten Schnittchen dann gar ziehen, alles miteinander verbinden. Das muss man aber jetzt hier wirklich so lange braten, bis es schön braun ist, so dass man es schon fast essen möchte und dass es eben vor allen Dingen nicht mehr feucht ist, sonst fällt der ganze Zauber später auseinander. So, oh, es riecht schon gut, man kann es auch so essen. Habt ihr ein Pech, dass es keine Geruchsvideos gibt? Also das riecht richtig lecker. Und man kann schon sehen, hier die werden jetzt kleiner, die Pilze, wie ihr das von mir sonst kennt, weil sonst, wie gesagt, die Sache auseinanderfällt. Das Pilzpulver hat jetzt den austretenden Saft aufgesaugt, also da kommt nur wenig Wasser raus. Es war auch relativ trocken, so die Pilze sind generell auch sehr eher trocken. Und jetzt seht ihr schon, dass das eigentlich schon fast gut ist zum Essen. Noch ein klein bisschen anrösten, einmal links, rechts und dann kommt das in die vorbereitete Hackfleisch-Eier-Mischung. Oh, ich könnte es auch so essen. Jetzt sieht es so oder so ähnlich aus. Und wird jetzt richtig durchgeknetet, bis eine richtige Masse und Teig entsteht. Und den würzen wir dann nochmal mit etwas Gehacktes, wollte ich sagen. Nein, mit etwas Pfeffer, Salz. Und dann ist das eine leckere Sache. So, jetzt muss ich aber hier mal beherzt zufassen und das durchmischen. Bis gleich. So, so schnell ging es auch. Und jetzt ein bisschen abgeschmeckt, ein bisschen mehr. Salz hat es noch gebraucht und das ist so eine Art, man könnte sagen, Hackepeter, Gehacktes mit Pilzen. Aber es gibt hier sowas nicht im Badischen. Ja, wer in Thüringen lebt, der kann ganz einfach Gehacktes nehmen und macht die Pilze da drunter. Aber man kann es natürlich auch würzen. So, und jetzt haben wir sozusagen den Aufstrich. Und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Wir streichen den Aufstrich auf. Heißt ja schon so. Und das geht am besten mit einer Gabel. Kann man das einfach drauf machen. Bisschen andrücken. Schon ein bisschen an den Rand machen, also nicht nur in der Mitte, denn das Gehacktes zieht sich ganz stark zusammen später und die Pilze können dann hier auch mal so, naja, in der Schicht von 1 cm gerne auf dem Brot sein. Also, klotzen, das muss ordentlich was drauf. So sieht es dann aus und dann kommt es einfach auf den Rost.
Und jetzt kommt der ganze Rest. Und jetzt ist das einfach im Ofen. Was drunter, dass es nicht so tropft. Und das sieht doch schon mal gut aus. 20 Minuten richtig schön 200 Grad Umluft und dann oben schöne Kruste. Wer mag, kann Käse drüber machen. Ich mag es puristisch. Und jetzt geht's los. So, Zeit läuft. Ich habe jetzt so etwa 195 Grad eingestellt und ich werde das so 20 Minuten lassen. Muss man einfach so ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Das Brot saugt jetzt das Fett auf und macht es dann richtig schön kross von unten. Oben wie eine Pilzbulette drüber, wenn man reinbeißt. Saftiger Geschmack. Und wie gesagt, bisschen einfach schauen, wie es aussieht. 20 Minuten, 160, 180 Grad. So, der Moment der Wahrheit. Und da sind sie. Woo! Und auch die warme Luft. So, also, jetzt kann man hier so richtig schön sehen, wie hier die Pilze schön mit dem Fleisch zusammen verbacken sind und der Saft in das Brot geht, aber außen und unten trotzdem alles richtig knackig ist. Also so ein richtig... Oh, und es gibt kein Geruchsvideo, schade. Ja, und das wird jetzt gleich noch ein bisschen abkühlen. Und jetzt muss ich hier meinen Teller mir besorgen. Geht ja schließlich auch ums Ernähren der Familie hier. Also nicht nur Videos machen. Und die kommen jetzt hier auf den Teller. Die Sache ist noch richtig schön heiß. Und so ist das Ganze auf jeden Fall auch richtig saftig. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber ich brauche jetzt erstmal beide Hände, sonst wird es mir zu heiß. Und so schaut's jetzt aus. Also so richtig schöne Buletten in diesem Brot. Und dann noch der Saft, wenn man reinbeißt. Schön nach Pilzen, aber auch schön nach Hackfleisch. Und diese Hackfleischbrote sind wirklich einfach eine Idee wert. Schnell zu machen, sehr, sehr lecker. Und gleich schauen wir mal, was Pilzfrau davon denkt. So, und es ist noch heiß. Du kannst das schon mal probieren. Und das sind die berühmten gehacktes Brötchen. Das geht auch mit gehackten, das geht mit dieser Pilzmischung, das geht mit allerhand anderen Dingen. Ihr hört es knusprig knacken und dann sollte das Ganze richtig schön saftig sein, auf der Zunge zerschmelzen und der Pilzgeschmack im Munde explodieren. Eine knusprige, saftige Sache. Pilzbulettenbrötchen. Schnell und nach einer Pilztour eine leckere Sache. Und ich will auch welche. Also aber, bis bald im Wald.